So, willkommen zurück zu Mirror's Age, zum Finale! Wir machen jetzt hier die Serveralarm, soweit ich weiß. Und dann machen wir es auf zum Dach. Ja. Das wird echt eine lustige Sache. Und hier nochmal ein Blick auf die Stadt. Zwar jetzt nicht so mega HD, aber schon eine beachtliche Grafik. Jedenfalls früher, vor ein paar Jahren. Verdammt, die Sicherheitstüren zum Dach sind zu. Zerstören Sie die Server. Der Strom wird lange genug weg sein, damit Sie die Tür öffnen können. Ja, richtig. Wir müssen nämlich die Server jetzt zerstören. Und das heißt, ich darf... Stadt liegt vor Ihnen, Faith. Nett? Verdammt, es klingt, als hätten Sie Kate aufs Dach gebracht. Ein Helikopter ist im Anflug. Sie müssen sich beeilen. Was zum... Verdammt. Miller. Damit ist es auch eher down. Miller. Alles für Kate. Für Kate. Okay. Ey. Die Waffe. Okay. Ich darf nicht die komplette Munition verballern. Ah! Von wo? Dann scheiße. Komm, den muss ich im Nahkampf besiegen. Ah! Was war das denn für eine Rutsche? Okay. Headshot. Na also. Waren das alle? Das waren in der Tat alle. Dann zerstören wir jetzt mal die Server. Na. Wir verarschen. Muss ich verarschen? Zwei haben die doch schon zerstört, oder nicht? Ah, genau. Alle die leuchten sind noch an. So, die da rechts muss ich das zerstören. So, die Waffe. Die auch von den anderen Typen hier, der gerade noch da war. Ich brauche die Waffe, ansonsten wird das hier nichts. Na komm, na Waffe, noch was immer. Ja, der Typ war auch hier. Gibt's doch nicht. Und ein bisschen rumhören und nach einer Waffe suchen. Ja, ist da noch Munition drin? Na also. Gut. Dann zum nächsten Server. So, Server down. Alles klar. Und jetzt können wir aufs Dach. Also. Und durch die Tür. Und weiter. Immer schön Richtung Dach. Ah, hier ist eine Tür. Da kann man rüber. Dann hier links. Jo, Dachzugang. Da oben. Hallo, Faith. Jackknife, aber wie konnte es... Genau diese Einstellung. Genau deshalb konnte ich es. Wessen Handlanger bist du? Sagen wir einfach, ich weiß, wer die großen Fische sind. Callahan. Warum wir? Klassische Kriegsführung. Kommunikation unterbrechen, die Boten ausschalten. Ohne Pope und ohne die Runner werden eure Kunden, diejenigen, die die alte Stadt einfach nicht aufgeben wollen, abgeschnitten. Verwundbar. Dann kann sich diese Stadt befreien vom übrigen Dreck. Also ist das nur der Anfang. Ich betrachte es lieber als ein Ende. Doch
Du hast wirklich gute Arbeit geleistet, hast all die offenen Fragen beantwortet über Popes Ableben. Deshalb bist du noch am Leben. Du kannst nicht dein ganzes dieser Leben Penner. Im Rand verbringen. Früher oder später musst du springen, Faith. In der Tat. Ich muss springen. Du entkommst uns nicht, du kleiner Penner. Komm her! Oh nein, oh nein. Kate. Das war Mirsage. Vielen Dank fürs Zugucken, Leute, bei diesem super epischen Game. Mit dieser super epischen Mucke. Mein Fazit zu diesem Spiel: Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen, einmal durchzuzocken. Oder mehrmals, wer weiß. Jedenfalls ist dieses Spiel einfach nur episch. Und die Mucke ebenfalls, wie ich es immer sage. Auf jeden Fall verabschiede ich mich auf jeden Fall schon mal und sage bis zum nächsten Let's Play. Euer Element X. Ich lasse euch noch diese Mocke hier genießen und die Credits. Ciao, Leute. Ehemalige CPF-Beamtin Kate Connors und ihre Schwester Faith Connors.
Obwohl das ganze Ausmaß und der Grund für die Stromausfälle noch unklar sind, hat dieser Vorfall viele beunruhigende Fragen aufgeworfen. Welche Rolle spielen beispielsweise die sogenannten Runner bei der Destabilisierung des städtischen Betriebs? Als Reaktion auf den Vorfall wird das Sicherheitsunternehmen Pirandello Kruger die CPF bei der Überwachung der Stadt unterstützen. PK und das Büro des Bürgermeisters empfehlen den Bürgern außerdem, die Kommunikation über Handy und E-Mail aufgrund von Sicherheitslücken so lange einzuschränken, bis zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen greifen. Der Aufenthaltsort der beiden Verdächtigen ist derzeit unbekannt.